Jonas hier vom Recording Blog und ich freue mich, dass du auch bei Teil 2 meiner Videoreihe Speedmix im Sommer wieder dabei bist. Heute startet das Experiment Speedmix, bei dem ich für dich live und in Farbe in maximal 2 Stunden einen kompletten Song von vorne bis hinten abmische. Und zwar den Song Feel the Love von Dream Legacy aus den Premium-Spuren des Monats, den du hier im Hintergrund schon mal hören kannst. Der Timer steht auf 2 Stunden und wird in diesem und in den nächsten 5 Videos gnadenlos runterzählen. Sei dabei, wie ich den Mix vom ersten Fader bis zum finalen Limiter abmische und drück mir die Daumen, dass nach 2 Stunden dann auch wirklich was Vorzeigbares dabei rauskommt. Das Ganze entstammt übrigens meinem großen Mix-Tutorial aus dem Premium-Bereich, in dem ich dir jeden Monat ja neue Spuren zum selber abmischen, ein ausführliches Mix-Tutorial und vieles mehr präsentiere. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest oder neben diesem Tutorial auch Lust auf über 20 weitere Mix-Tutorials, über 30 Songs zum selber abmischen und noch vieles mehr hast, dann klick gerne mal hier oben auf den Link und ich würde mich freuen, dich schon bald auf der Premium-Seite der Recording-Blog-Familie begrüßen zu dürfen. Wir starten nun den Speedmix mit Drums und Bass und wenn dir dieses Video gefallen sollte, dann zeig es mir gerne über einen Daumen nach oben und mit einem Abo verpasst du auf jeden Fall kein weiteres Video mehr aus dieser Reihe. Und falls du denken solltest, der Jonas, der hat mir schon so viel geholfen, dem möchte ich gerne mal einen Kaffee ausgeben, dann kannst du das gerne einmalig über den Super-Thanks-Button hier unter dem Video machen oder regelmäßig über den Knopf daneben Mitglied werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jede Art deiner Unterstützung, die mir immer sehr, sehr viel bedeutet. Und jetzt geht's endlich los. Speedmix, Marsch! So, los geht's mit unserem Speedmix. Der Timer ist gestellt auf 2 Stunden. Ich drücke auf Start. Wie du hier sehen kannst, wird er das scharf stellen. Da. Also, Zeit läuft und los geht's mit unserem Speedmix. Drück mir die Daumen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir starten mit der Bassdrum. Die Bassdrum ist erstmal, ich stelle mal die Bassdrum hier auf, sagen wir mal, minus 9 dB. Und dann gucken wir mal ungefähr, wo die klippt. Denn die Bassdrum ist der Haken, der Orientierungspunkt in meinem Mix. Das heißt, an dem richte ich den kompletten Mix aus. Und ich gucke, dass die Bassdrum nicht mehr piekt als ungefähr minus 12 dB, damit ich dann später genügend Headroom für das Lautmachen von meinem Mix habe. Und vor allem, dass ich nie in die Gelegenheit komme, dass der Mix zu laut werden könnte und ich nachregeln muss, weil ich vielleicht auf dem finalen Bus zu übersteuern drohe. Also gucken wir mal, wo die Bassdrum hier spielt. Ja, man kann ganz gut erkennen, dass die Bassdrum hier tatsächlich bei minus 12 dB piekt und dementsprechend können wir damit dann arbeiten. Das ist die Basis. Die Bassdrum ist ja eine Bassdrum, die ich bei den Addictive Drums hier ausgewählt habe. Die klingt genauso, wie wir sie gerade gehört haben. Und du siehst, dass hier noch einiges anderes im Set vorbereitet ist. Wenn du das Kit mal hier siehst, hier ist die Bassdrum. Das ist die Snare. Ah, die hören wir jetzt noch nicht, weil ich den Kanal noch nicht hochgezogen habe. Aber hier haben wir auf jeden Fall einiges am Start und richten jetzt an unserer Bassdrum den kompletten Mix aus und können jetzt dafür sorgen, dass wir jetzt hier als Orientierungspunkt mit der Bassdrum den Mix starten können. Bassdrum klingt auch erstmal gut. Ich finde, dass die Bassdrum hier einen guten Grundsound mitbringt. Die erstmal genug Low-End hat, genug Kick, ist ja ein vorprozessierter Sound, mit dem man arbeitet, wenn man mit solchen Sample-basierten Drummern arbeitet. Von daher gibt es jetzt hier auch nicht so viel Bearbeitung, die wir hier machen müssen. Das wird sich wahrscheinlich im späteren Mix dann ergeben. Also, die Kick steht, schieben wir mal die Snare dazu. Snare selber ist mir ein kleines bisschen zu dünn. Das heißt, ich möchte hier dafür sorgen, dass die Snare noch ein bisschen mehr Druck untenrum hat und auch ein bisschen mehr Teppich hat, wenn ich die so höre. Da ich aber hier mit dem Sample arbeite und da jetzt nicht noch weitere Samples hinzuschieben kann, nutze ich einfach mal ein Trigger-Tool und schiebe einfach mal mit Steven Slate Trigger. Mal gucken, ob wir hier schon einen Sound dazu schieben können. Trigger 2. Und gucken mal, ob wir in meiner Bibliothek einen Sound finden, der dazu passt. Ich habe normalerweise ein paar Standard-Sounds, die ich nutze, wenn ich was fetter haben möchte oder wenn ich einen fertigen Sound nutzen möchte, mit dem ich eine Snare aufpolieren möchte. Das ist ein Nachklang. Die hier zum Beispiel. Die D28 klingt wirklich sehr fett. Ziehen wir die mal rüber. Und haben wir noch was? Irgendwas mit Schub untenrum. Das ist eine Bassdrum. Mal gucken, ob wir hier oben bei den Snares noch was finden, ob hier vielleicht eine dabei ist. Mal kurz durchhören. Hoppala, springt jetzt an eine andere Stelle. Ich dachte, ich könnte mit dem Cursor nach unten jetzt einfach durch die Sounds durchspringen. Das geht aber anscheinend nicht. Also machen wir das einfach händisch. So, klingt alles ein bisschen dünn, vielleicht eine 7 Zoll. Besser. Du siehst, es geht direkt los damit, dass man Sounds durchsucht. Ziemlich lange Liste. Nee.
da ist sie noch nicht dabei. Wird auch irgendwas, was ein bisschen größer klingt, was auch schon Raum mitbringt vielleicht. Ne? Irgendwas mit Wumms. Na, das ist ein Raum. Aber ich glaube, die Dance-Stil, die nehme ich mal hier mit drauf. So. Und vielleicht noch irgendwas mit Druck. Ne, zu fett. Alles zu dünn irgendwie, ne? Naja, gucken wir vielleicht später nochmal. Aber wir haben ja hier schon mal einen Grundsound und hören jetzt mal die Snare Solo an. Steht der Mix im Moment auf 100%. Das heißt, wir hören jetzt nur die Snares, die ich hier ausgewählt habe. So. Und jetzt schiebe ich die mal zur Original-Snare dazu. Das ist diese. Ja. Klingt da schon gut, Solo aus. So, also Grundsound für die Snare schon mal gefunden, mit ein paar Plugins hier schon mal gearbeitet. Können wir also direkt weitergehen und können mal hier unsere Overheads dazu nehmen. Gucken wir mal, wie die Overheads klingen, weil da sind ja normalerweise dann auch alle Instrumente drauf zu hören. Nehmen wir also mal die Overheads dazu hier. Okay. Klingt ja schon richtig nach Schlagzeug, ne? Nehmen wir nochmal den Raum dazu. Im Raum ist nichts zu hören. Warum ist auf dem Raum nichts zu hören? Gibt es da keine Information? Mal kurz in die Addictive Drums reingucken. Ah, der Raum ist gemutet, wie du hier sehen kannst. Also stellen wir den mal an und gucken mal, was uns der Raum noch dazu gibt für unsere Drums. Okay, dann fängt es direkt an zu scheppern. Das heißt, wir können mit dem Raummikrofon spielen und können dafür sorgen, dass unsere Drums vielleicht an den entsprechenden Stellen größer werden. Vielleicht im Refrain, dass wir da im Refrain nur den Drumraum einsetzen und ein bisschen dazu. Ich schiebe ihn nur mal ein bisschen dazu. Wir haben ja gerade schon gehabt, dass ich die Hi-Hat jetzt nicht so ganz cool fand, eigentlich ausstellen wollte, weil die so tick, 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 so robotermäßig klingt. Wir gucken aber trotzdem mal, dass wir sie dazu schieben. Wir haben hier eine Passage, wo die Hi-Hat spielt. Nehmen wir die mal hier als Loop und hören wir mal, wenn wir die Hi-Hat noch dazu schieben. Die klingt sehr mechanisch, ne? Ich glaube, dass die ohne wirkliche Dynamik eingespielt wurde. Deswegen nehmen wir uns einfach mal mit einem Doppelklick hier alle MIDI-Spuren vor. Und hier sind jetzt alle Hi-Hats markiert, die auf dieser Spur drauf sind. Das heißt, wir klicken mal mit der rechten Maustaste drauf und nutzen mal die Humanize-Funktion. Hier kann man einstellen, dass die Schläge, die eigentlich statisch eingestellt sind oder eingespielt sind, dass die ein bisschen variieren. Und zwar hier einmal im Bereich der Anschlagstärke mit 20% rauf und runter und einmal mit, was den Notenanfang angeht, dass die nicht immer exakt auf derselben Spielzeit spielen. Und das variieren wir jetzt einfach mal mit einem Klick auf Okay, und jetzt müssten hier auf jeden Fall schon mal ein paar Variationen eingespielt worden sein. Mal hören, wie die Hi-Hat jetzt klingt. Deutlich weniger statisch. Aber ist natürlich zu laut, ne? Also machen wir sie im Mix ein bisschen leiser. Und wir haben gerade schon Toms gehört, auch Toms waren dabei. Ich würde aber sagen, dass wir die Toms zunächst einmal im Panorama verteilen. Ne? Wir haben ja jetzt bisher nur die Hi-Hat, Snare und Bassdrum gehabt. Die sind ja sowieso im Panorama festgelegt, also auf ihre Position fixiert. Aber die Toms können wir ja mal verteilen. Wir verteilen einfach mal das Tom hier auf der linken Seite, sagen wir mal 40%. Dann machen wir hier 20%, dann machen wir 15, 40, 15. Dann das dritte Tom 15 nach rechts und das vierte Tom dann 40 ungefähr zur Seite. So haben wir dann ungefähr diese Einstellung hier für unsere Toms. Also links 42 für das erste Tom, links 15, rechts 15 und rechts 41. Du weißt, normalerweise bin ich ja ein Links-Mitte-Rechts-Verfechter und arbeite gerne mit genau dieser Struktur, wo ich dann Links-Mitte-Rechts nur aufteile und wirklich dann nur den Bereich nutze, also mich nur auf drei Panoramapositionen fixiere. Aber in diesem Fall glaube ich, dass es okay ist, wenn wir hier die Toms ein bisschen verteilen im Panorama und dann nicht ganz dafür sorgen, dass es vollkommen aufgeteilt wird. Also
drehen wir mal unsere Toms ein bisschen dazu und vielleicht packen wir die sofort auf einen separaten Bus. Machen wir mal direkt. Ne? Ich mache mal einen Bus hier, Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen, dass wir hier direkt mal einen Toms-Bus bekommen. Nutzen wir die Gelegenheit auch mal direkt, um einen Drambus anzuregen. Toms komplett nennen wir den, machen den rot und rot für Schlagzeug. Der Ausgang ist Mucke komplett, das ist schon mal richtig. Und machen wir für unsere anderen Schlagzeugspuren die Kickdrum, möchte ich, glaube ich, unbearbeitet direkt auf den Mucke-Bus schicken. Deswegen können wir da mal gucken, dass wir die Kickdrum dann direkt auf den Mucke-Bus lassen. Die Snare, mal gucken. Ah, komm, wir machen der Snare mal einen eigenen Bus. Vielleicht brauchen wir den später noch. Also Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen wieder. Dann nehmen wir den mal Snare komplett. Bei der Snare muss man immer ein kleines bisschen aufpassen, dass man da noch mehr Bearbeitungsmöglichkeiten im Petto behält, weil die Snare im Mix, im gesamten Mixverlauf ein bisschen untergehen kann und dementsprechend sollte man dafür sorgen, dass die Snare dann auch nachträglich noch besser bearbeitet werden kann. Ich mache das gerne auf einem eigenen Bus und nenne den Snare komplett. Das heißt, wir haben jetzt hier noch die Hi-Hat und die anderen Spuren. Mal gucken, ob wir die überhaupt brauchen. Flexi, Snare 2. Overhead, Raum und Bus. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was kommt. Die und den Hauptkanal noch von unseren Addictive Drums. Die schicken wir alle zusammen mal auf einen eigenen Bus. Und den nennen wir Drums komplett. So, also der Drums komplett Bus, der jetzt hier auch noch erstellt wird. Und damit müssten wir die Drums erstmal weitgehend vorbereitet haben, sodass wir ein fertiges Drumset schon mal als Basis für den Mix haben und mit dem wir dann jetzt weiterarbeiten können. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal mit den Toms weitermache, ziehen wir die Toms auch erstmal so auf minus 10 und hören mal, wie das im Mix so klingt an der Stelle, wo die Toms spielen. Ich habe ja hier gerade schon einen Loop gezogen, aber den ziehen wir jetzt mal hier an eine andere Stelle. Da spielen die Toms und dann machen wir den Loop mal an und hören uns mal nur die Stelle hier an. Du merkst, man muss viel hören, wie das klingt. Bisschen laut. Achso, ich hatte jetzt nur das eine Tom hochgezogen, deswegen ist es ein bisschen laut geworden an der Stelle. Wir ziehen mal alle vier hoch zusammen auf minus, was machen wir denn? Wir schieben es einfach mal dazu, mal gucken. Das Panorama ist mir noch nicht spektakulär genug. Ich möchte das größer haben. Wir haben hier einen Power-Rock-Song, deswegen ziehen wir die mal hier tatsächlich auf links außen, links Mitte, also L50. Dann rechts 50. Ne? Wenn die Toms wirklich über das komplette Panorama spielen sollen, dann müssen sie da auch die Möglichkeit zu haben. Nochmal. Die klingen sehr peckig. Ne? Also die haben viel Anschlag vorne und wenig Volumen irgendwie unten rum. Mal gucken, vielleicht können wir das auf dem Bus beheben. Gehen wir mal auf den Bus drauf, auf den Toms Bus und machen erstmal einen Kompressor, der den Ausgleich zwischen Anschlag und Körper ein bisschen hervorholt. Dazu nehme ich gerne mal einen 1176. Nehmen wir mal den Revision E von Universal Audio in diesem Fall hier und stellen mal die Attack-Zeit auf schnell und die Release-Zeit auch auf schnell. Mal gucken. So finde ich es schon besser. Jetzt fehlt mir noch ein kleines bisschen Tiefe, ein bisschen Wumms unten rum. Dafür nehmen wir mal hier von Studio One den mitgelieferten Fat Channel und daraus den Pultec EQ. Mal gucken, wie der klingt, unser kleiner Pultec-Freund hier. Schieben wir mal ein bisschen Low-End unten dazu, damit die ein bisschen voluminöser klingen, unsere Toms. So. Ich habe den Eindruck, dass hier gar nichts passiert irgendwie. Der ist doch an, oder? Ungefähr so. Lassen wir es mal nochmal in die 100er Stellung.
Okay, lass mal erstmal so. Motto ist ja Speedmix, also machen wir mal direkt weiter. Halt uns jetzt nicht an dieser Stelle auf, nehmen wir den Loop wieder raus, hören unser weiteres Schlagzeug an. Was ist denn auf diesem Bus hier? Hier ist eine Halbfahne von der Snare, die lassen wir mal drin. Haben wir hier noch was? Ah, hier haben wir noch einen Snare-Sound. Den routen wir mal auf unseren Snare-Bus. Ich würde sagen, dabei lassen wir es erstmal und können jetzt weiterziehen, indem wir jetzt zum Bass gehen. Das heißt, das Schlagzeug ist erstmal grob zusammengemischt. Wir stehen bei einer Stunde 45, wie man hier sehen kann, und gucken jetzt mal, dass wir zum Bass rübergehen. Also Viertelstunde fürs Schlagzeug finde ich jetzt okay, ist nicht übermäßig schnell, aber kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Nehmen wir den Bass dazu. Also der Bass klingt ja schon ein bisschen sehr elektrisch, MIDI-Sample-technisch. Ne? Ich packe da gerne ein Amp drauf. Komm, wir packen mal ein Amp an. Und wenn man über Amp spricht, dann spricht man über Ampeg bei Bass. Und da benutze ich den B15N gerne, weil ich den nämlich auch selber habe. Und der B15N, der bringt jetzt den richtigen Rock'n'Roll mit rein. Drehen wir den mal passend dazu. Muss man ein bisschen leiser machen, damit der nicht zu laut wird. Hier oben über die Power Soak. Und jetzt möchte ich Verzerrung haben. Ich möchte, dass das Ding wirklich zerrt. Wir haben einen Rocksong und der Bass soll sich auch richtig passend vermischen mit den Gitarren. Deswegen soll hier ein Rocksong zustande kommen. Und deswegen gehen wir jetzt mal richtig Verzerrung auf den Bass drauf und gucken mal, wie das klingt. Und damit haben wir jetzt den Bass-Sound, glaube ich, schon mal eingestellt. Ich würde ihn jetzt einfach mal dazu schieben. Wir halten uns nicht zu lange auf. Wenn wir noch Anpassungen machen wollen, können wir das ja später im Mix, wenn die Gitarren dazu gekommen sind. Aber schieben wir den Bass nochmal zurück und gleichen den jetzt an die Bassdrum an. So, Bass, check.